Warum ist Jesus gerade vor 2000 Jahren in die Welt gekommen? Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten, denn Geschichte ist komplex. Es ist grundsätzlich schwer zu verstehen, warum genau Dinge passieren, wie alles miteinander zusammenhängt. Und es ist noch um ein Vielfaches schwerer, den Plan Gottes darin zu erkennen. Dafür fehlt uns einfach der Überblick. Es ist ein bisschen so wie im folgenden Beispiel. Wenn ich in einer Stadt in meinem Auto im Stau stehe, frage ich mich wahrscheinlich, warum es denn staut. Von meiner Warte aus sehe ich zwar, dass alle Straßen rund um mich total verstopft sind, aber den Grund dafür kann ich nicht erkennen. Dazu müsste ich einen guten Überblick haben. Ich müsste die Sache von oben betrachten können. Dann würde ich vielleicht sehen, dass auf der einen Straße gerade eine Parade läuft, auf einer anderen eine Baustelle ist und auf einer dritten ein Kamel am Zebrastreifen steht. Alle diese Dinge haben Auswirkungen auf den Verkehr. Nur sehen kann ich das von meinem Standort aus nicht. So ähnlich ist das, wenn wir versuchen, das Handeln Gottes in der Geschichte zu verstehen. Uns fehlt der Überblick. Den hat man eben nur von oben. Eines können wir jedoch sagen. Gott kam in diese Welt, als die Zeit erfüllt war. So heißt es in der Bibel. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass Gott sein Kommen in die Welt lange und gut vorbereitet hat. Dazu war auch einiges notwendig. Zuallererst mussten die Menschen begreifen, dass es nur einen Gott gibt und dass dieser Gott nicht im Feuer, Blitz oder Donner wohnt, sondern von der Welt verschieden ist. Die Menschen mussten dann zur Erkenntnis geführt werden, dass dieser Gott nicht in Abbildern aus Stein und Holz wohnt, dass man ihn nicht mit Opfergaben manipulieren kann. Die Menschen mussten lernen, dass Gemeinschaft mit Gott durch einen gewissen Lebenswandel entsteht und nicht durch Beschwörungen und Schamanismus. Sie mussten zur Einsicht gelangen, dass so eine Veränderung des Lebenswandels nur von innen kommen kann und dass rein äußerliche Gesetze, so gut sie auch sind, nicht ausreichen. Sie mussten begreifen, dass eine echte Veränderung die menschliche Kraft übersteigt und nur ein Handeln Gottes, ein Erlöser und Heiland, die Grundlagen dafür schaffen kann. All das und noch vieles mehr mussten die Menschen verinnerlichen, damit die Menschwerdung Gottes in der Welt ihr Ziel erreichen konnte. Und so ist diese ganze Offenbarungsgeschichte Gottes ein ziemlich mühsamer Prozess, der sich durch die Menschheitsgeschichte zog. Doch als die Zeit erfüllt war, wie es heißt, kam Gott in Jesus in diese Welt. Aus unserer beschränkten Sicht heraus können wir darüber mutmaßen, warum gerade dieser Zeitpunkt vor 2000 Jahren so passend war. Aber so wie mit allem im Plan Gottes, auch seinem Plan für unser eigenes Leben, werden wir erst dann alles verstehen und begreifen, wenn wir die Perspektive gewechselt haben und es in Gemeinschaft mit ihm von oben betrachten können.